Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, werte Delegierte, ich freue mich, wenn wir heute am 34. ordentlichen Landesparteitag der FPÖ Wien, heute ja fast schon nach 10 Jahren oder mehr als 10 Jahren, wo mir damals von Hilmar Kabas im Jahr 2004 der Steier übergeben wurde, uns hier treffen und vor allen Dingen vielleicht auch eine kleine kurze Rückschau auch halten, denn 10 Jahre waren ja durchaus spannende Jahre, schwierige Jahre, aber auch spannende Jahre. Was in den 10 Jahren passiert ist, ja, das kann man durchaus im positiven Sinn als Rückschau auch heute erwähnen. Wir haben ja damals eine Situation gehabt mit 3% in den Umfragen beginnend, wo man uns abgeschrieben hat. Aber wie hat man uns geglaubt? Und wir haben 2005 im Zuge der Wiener Wahl, als wir uns formiert haben und neu formiert haben, gezeigt, dass man uns nicht nur nicht abschreiben kann, sondern dass wir neu zurückgekommen sind. Und wir haben im Jahr 2005 mit 15% von Wien aus den neuen Aufbruch und, wenn man so will, die neue politische Auferstehung auch der Freiheitlichen Partei gefeiert. Und von da weg ist das Comeback, von dem ich damals auch gesprochen habe, gelungen, nämlich das größte politische Comeback einer Partei in der Zweiten Republik. Und wir haben 2010 draufgelegt. Von den 15%, die wir 2005 erreichen konnten, haben wir 2010 noch einmal zugelegt und plus 11% in Richtung fast 26%. Und ich sage, liebe Freunde, heute findet der Startschuss statt, dass wir nämlich beim kommenden Jahr bei dieser Wiener Wahlauseinandersetzung 2015 eines in Angriff nehmen, nämlich das historisch beste Ergebnis in der Geschichte der Freiheitlichen Partei zu erreichen und klar und deutlich zu sagen, 30-40% brauchen wir, um Heupel und Rot-Grün zu überwinden. Und am heutigen Landesparteitag wollen wir auch die entsprechend notwendigen und wichtigen Weichen dafür stellen. Und die Zeit ist reif, wie heute auch das Motto unseres Parteitags zum Ausdruck bringt. Ja, letztlich ist es wichtig, klar und deutlich zu sagen, Wien uns Wienern, ja, aus vollster Überzeugung, aus Liebe zu unserer Heimatstadt, aus vollster Überzeugung, dass hier vieles in den letzten Jahrzehnten schiefgelaufen ist. Und aufgrund der dramatischen Fehler, die ja heute auch von meinen Vorrednern bereits aufgezeigt worden sind, ist die Zeit nicht nur reif, sondern es ist überfällig, dass wir die Mehrheiten in dieser schönen Heimatstadt Wien gemeinsam mit den Wienerinnen und Wienern auch ändern. Und ja, es ist möglich, etwas zu verändern. Ich betone es immer wieder, vor nur 10 Jahren bei 3% begonnen, in nur 10 Jahren in Wien auf 26% realpolitisch gekommen. Es ist möglich, diesen Aufstieg weiter fortzusetzen. Und wir müssen daher sichtbar machen, dass, wenn man Rot-Grün auch überwinden will, dann müssen halt die Wienerinnen und Wiener uns auch ihr Vertrauen schenken. Und wer bereit ist, uns das Vertrauen zu schenken, der kann etwas ändern. Und dazu brauchen und benötigen wir 30-40%. Wenn wir 30-40% bei kommenden Wahlen erreichen, dann haben wir realpolitisch die Chance, dieses rot-grüne Wien abzulösen. Dann haben wir realpolitisch die Chance, diese undemokratische Ausgrenzung von Heupel zu überwinden und den Herrn Heupel, aber auch die Frau Vasilako, in ihre Pension zu schicken, wo sie hingehören. Und es ist daher notwendig, dass jeder seinen Beitrag leistet, in Wien diesen roten, grünen Sumpf auch trocken zu legen. Und es ist unser Ziel, ja, unsere Verantwortung und Aufgabe für die Menschen in dieser Stadt. Und wo dann der Herr Heupel seine Pension verbringt, also ist mir ehrlich gesagt völlig gleichgültig, ob er dann in die Toskana geht, um dort seinen Rotwein zu trinken, oder beim Wiener Heiriken in Grinzing oder bei der Flasche Rezina mit der Vasilako in Griechenland. Das ist mir dann völlig gleichgültig, wo die beiden Herrschaften ihre Politpension dann verbringen. Aber die Frau Vasilako kann dann wenigstens nachtrauern vergangenen Zeiten, und auch der Herr Heupel, wo sie das tun, ist gleichgültig. Hauptsache, sie lassen die Wiener Bevölkerung
endlich in Ruhe, liebe Freunde. Denn Sie haben genug Schaden angerichtet. Und bei all dem Schaden, der angerichtet worden ist, werden wir viel zu reparieren haben, viel zu tun haben. Und natürlich versucht man im Vorfeld der Wiener Wahlen, uns auch von Seiten der Medien natürlich auch wieder entsprechend niederzuschreiben oder auch da oder dort manipulativ gegen die Freiheitliche Partei anzuschreiben. Aber ich sage, das wissen wir. Wir sind es gewohnt, wir können damit umgehen und auch ganz gut leben. Es hat uns nie wirklich geschadet, auch wenn natürlich der Versuch offenkundig war. Die Medien und viele Medien sind uns nie freundlich gegenübergestanden und ich sage, das wird natürlich auch bis zum Wiener Wahltag 2015 noch ärger werden. Gleich, ob die Wiener Wahl Ende Mai oder dann irgendwann im Herbst 2015 stattfinden wird, jeder der Termine ist ja von Ende Mai bis Anfang Oktober, Mitte Oktober möglich. Wir sind auf alle vorbereitet und unsere politischen Mitbewerber werden natürlich auch versuchen, jedes Steinchen umzudrehen und jede winzige Mücke zu einem gigantischen Elefanten versuchen aufzublasen. Und natürlich wird es dann die eifrigen Wichtelmännchen und Wichtelweibchen geben in den Medien, die dann versuchen, natürlich auch entsprechend mit den NGOs und Menschenrechtsorganisationen alles zu unternehmen, um uns auf unserem Erfolgsweg aufzuhalten. Das sind wir, wie gesagt, gewohnt. Und wir wissen auch, wie die Mechanismen laufen. Johann Gotenos hat es ja heute angesprochen, dass man von Seiten der Stadt Wien weitere 5 Millionen Euro an Erhöhung vorgenommen hat für Inserate und Werbung von Seiten der Stadt Wien, wo diverse Medien mit Inseraten überzogen werden und natürlich auch dubiose Organisationen wie SOS Mitmensch weitere Subventionen und Förderungen erhalten sollen und überschüttet werden damit. Ja, vielleicht gibt es auch demnächst ein Lichter mehr wieder. Ja, ich sage eins, Sie sollen tun und lassen, was Sie wollen und auch Ihre linken Demonstrationen sollen Sie abhalten. Aber Sie werden am Wahltag Ihre Rechnung bekommen und genau das wird der kommende Wahltag der Abrechnung für Wien, liebe Freunde, wo die Menschen, die ihre Faust im Hosensack ballen, einmal mit dem richtigen Kreuz für die Freiheitliche Partei abrechnen können mit dem rot-grünen System. Und das ist die notwendige Konsequenz. Schimpfen ist zu wenig, sich aufzuregen ist zu wenig. Man muss auch aktiv mithelfen, etwas zu ändern. Und deshalb werden wir all jene, die in den letzten Wahlauseinandersetzungen zu Hause geblieben sind, sich verweigert haben, einerseits auch ansprechen und gewinnen, denn das ist notwendig, zu Hause zu bleiben, damit ändert man nichts, damit betoniert man in Wahrheit nur das System ein. Und wir werden alle enttäuschten sozialdemokratischen Wähler aus dem Jahr 2010 gezielt und bewusst ansprechen. Ein anständiger Sozialdemokrat, der 2010 noch einmal nach all dem Versagen der Sozialdemokratie sein Vertrauen geschenkt hat, den hat ja spätestens danach der Schock ereilt, als er sehen musste, dass ein Hype uns ausgegrenzt hat als zweitstärkste Partei und mit den links-linken grünen Marxisten zusammengegangen ist. Ein anständiger Sozialdemokrat weiß spätestens seit dem Jahr 2010, dass er das nächste Mal nicht mehr der Sozialdemokratie sein Vertrauen schenken darf, sonst bekommt er wieder Rot-Grün serviert und diese negative Politik einer Vizebürgermeisterin Vasilakou, die ja in Wahrheit die heimliche Bürgermeisterin ist. Heupel ist ja abgemeldet. Wo war er denn die letzten 5 Jahre? Ja, nicht einmal beim Würstelstand hat man getroffen. Ich weiß nicht, wo er sich versteckt hat. Aber in Wahrheit hat die Vasilakou als Grüne das Kommando übernommen und konnte hier fuhrwerken, wie sie wollte. Und der Herr Heupel hat nicht einmal irgendwo eingegriffen. Ein anständiger Sozialdemokrat, der noch einmal 2010 der Wiener Sozialdemokratie sein Vertrauen geschenkt hat, weiß daher, nur wenn er mir als Bürgermeisterkandidat das Vertrauen schenkt und das nächste Mal 2015 der FPÖ sein Vertrauen schenkt, dann kann er Rot-Grün überwinden. Denn wenn wir zur stärksten politischen Kraft in Wien werden, liebe Freunde, dann grenze ich niemanden aus und ich grenze vor allen Dingen nicht die Sozialdemokratie aus. Ich reiche der Sozialdemokratie aus der Position der Stärke die Hand und sage, arbeiten wir gemeinsam für diese Stadt und für diese Menschen in unserer Stadt statt gegeneinander.
Und seit 10 Jahren nehmen wir diesen Anlauf, Schritt für Schritt Verantwortung übernehmen zu wollen. Die Zeit ist reif, Verantwortung zu übernehmen, aber immer aus der Position der Stärke, nicht aus der Position der Schwäche. Das muss uns klar sein. Wir haben schon in der Vergangenheit mit Regierungsbeteiligungen erlebt, wie es aussieht, wenn man aus der Position der Schwäche in eine Verantwortung geht. Uns muss klar sein, nur aus der Position der demokratischen Stärke, nämlich der stärksten politischen Kraft, heraus Verantwortung zu übernehmen, weil wir dann auch die Kraft haben, unsere Inhalte entsprechend einem Juniorpartner gegenüber auch durchzusetzen. Und ich sage, seit 10 Jahren bin ich nunmehr Landesobmann der Wiener Freiheitlichen. Und ich sage, in dieser Zeit als Kapitän, wo ich die Ehre hatte, als Kapitän auch die Verantwortung übernehmen zu dürfen, mit einer großartigen Mannschaft, die im Gemeinderat, im Landtag, im Nationalrat, im Bundesrat, in den Bezirksvertretungen eine großartige Arbeit leistet, da haben wir eines gemeinsam erlebt, nämlich durch etliche Stürme gesegelt zu sein. Und ich sage, wir haben alle Stürme in den letzten 10 Jahren gut überstanden und bravourös gemeistert. Und erinnern wir uns, kurz vor den Wiener Landtagswahlen im Jahr 2005 hat ja eben keiner einen Pfifferling mehr auf uns gesetzt. Und wir sind in das Duell mit Heipel gegangen, 2005 in der ersten Kampagnisierung hin zur Wahl. Manche haben damals noch gelacht, als wir vom Duell Heipel gegen HC Strache gesprochen haben. Heute lachen sie nicht mehr. Es ist ihnen das Lachen vergangen oder auch der Zahnstocher, von dem der Heipel damals geschrieben hat, ist ihm damals zwischen den Zähnen stecken geblieben. Wir sind bei der dritten Auseinandersetzung angekommen. Und dieses Duell, das 2005 begonnen wurde, kann 2015 beim dritten Antreten seine Vollendung finden. Und ich sage, genau das ist unser Ziel. Wir wollen Verantwortung übernehmen. Wir sind unseren Wienern im Wort. Und wir wollen nicht zu Fremden in der eigenen Heimatstadt werden, liebe Freunde. Und wir sind 194.517 Wienern im Wort, die uns damals am 10. Oktober 2010 ihr Vertrauen geschenkt haben. Und wir haben im Unterschied zu anderen Parteien dieses Vertrauen unserer Wähler aus dem Jahr 2010 niemals enttäuscht. Und wir werden es auch nicht enttäuschen, liebe Freunde. Das größte Comeback der Zweiten Republik, das ich prophezeit habe, ist uns gelungen. Und jetzt geht es um den historischen Endschritt. Das größte Comeback der Zweiten Republik als Partei haben wir geschafft. Das war schon ein unglaublicher historischer Schritt, den uns niemand mehr zugetraut hat. Man hat uns abgeschrieben und wir sind von nichts zurückgekommen und heute auf Bundesebene Kopf an Kopf mit den anderen ehemaligen Großparteien positioniert. In Wien als zweitstärkste Kraft am Sprung zur stärksten Kraft. Wir haben die Möglichkeit, wenn wir die Umfragen, die teilweise ja auch von Seiten der Sozialdemokratie gemacht werden, unter Ausschluss der Öffentlichkeit leider Gottes, aber die immer wieder auch uns zugespielt werden, wo die Sozialdemokratie heute in Wien bei 34-36% zum Teil nur mehr liegt. Und wir bei 30% ohne Wahlkampf in Wien eine Positionierung haben oder eine Ausgangsposition haben, wo alles passieren kann. Wenn wir eine Wahldynamik zustande bringen und es uns gelingt, auf diese 29-30%, wo wir in aktuellen Umfragen in Wien liegen, da noch etwas draufzulegen in Richtung deutlich über 30% und die Sozialdemokratie weiter an Vertrauen verliert, dann ist es möglich, ein politisches blaues Wunder in Wien möglich zu machen. Dann ist es möglich, das historisch beste Ergebnis in der Geschichte zustande zu bringen und genau den historischen Umbruch zustande zu bringen, der diese unsere Heimatstadt Wien endlich befreien kann von einer rot-grünen Despotie, wie das auch die Gerichte letztlich uns zugesprochen haben, es so bezeichnen zu können. Und ich sage, in Wien hat sich einiges in den letzten Jahren an negativen Dingen entwickelt. Unsere liebe und geliebte Heimatstadt braucht daher einen Kurswechsel, wo wir den Nepotismus im roten grünen Rathaus auch nicht mehr länger ertragen wollen. Wir wollen diesem Nepotismus nicht mehr länger
ausgeliefert sein. Und wir wollen in dieser Stadt sicherstellen, dass diese Stadt eben nicht sich im Privatbesitz rot-grüner Strukturen befindet, die glauben, entscheiden zu können, wer wo Veranstaltungen vornehmen darf. Ob hier in der Hofburg oder in anderen Veranstaltungsräumlichkeiten oder wenn es um Demonstrationen geht, wenn es um das Kundgebungs- und Versammlungsrecht geht, dass man versucht, mit Füßen zu treten von Seiten unserer politischen Mitbewerber. Liebe Freunde, ich bin bereit, wenn ihr das wollt, als Bürgermeisterkandidat in Wien ins Rennen zu gehen. Aber ihr müsst es wollen und ich muss mich auf euch verlassen können und ich muss wissen, dass wir gemeinsam zu allem bereit sind, diese Stadt von Rot-Grün zu befreien und endlich zu einer Zukunft zu führen mit sozialer Verantwortung. Das ist die Kraft, die wir spüren wollen. Das ist die Kraft und die Hoffnung, die die Wienerinnen in uns haben. Und mit dieser Kraft werden wir es gemeinsam schaffen, liebe Freunde. Ich danke euch. Ich danke euch. Das ist die Kraft, die wir von heute hinaustragen wollen zu den Menschen in die Bezirke, in die Gasthäuser, in die Wohnblöcke, wo wir seit Wochen und Monaten bereits auch Hausbesuche machen. Und danke unserem Landesgeschäftsführer Udo Guggenberger, der da wirklich auch Großartiges organisatorisch geleistet hat. Wir haben ja bereits über 120.000 Wiener Haushalte besucht mit unseren Teams. Und genau mit dieser Kraft werden wir es auch schaffen, dass nach der kommenden Wahl Michael Heipel und Maria Vasilako Geschichte sein werden. Dieser Auftrag ist uns Pflicht, liebe Freunde. Und Vasilako kann dann meinetwegen den ganzen Tag die Maria-Hilfer-Straße auf- und abmarschieren und von vergangenen Zeiten träumen. Aber sie kann dann nicht mehr ungestraft die Wiener Bevölkerung schikanieren, wie man es am Beispiel der Maria-Hilfer-Straße getan hat. Ein Projekt, das über 30 Millionen Euro gekostet hat. Ein persönliches Denkmal dieser Dame, was vielleicht irgendwann einmal eine Vasilako-Gedächtnisallee werden soll. Aber liebe Freunde, ich sage eins, wir werden die direkte Demokratie als freiheitlicher Wiener Bürgermeister in Wien sicherstellen und wir werden als erstes eine wienweite Abstimmung machen, solche Unsinnigkeiten zurückzunehmen, liebe Freunde. Die direkte Demokratie ist ein Versprechen, zu dem wir stehen. €30 Millionen an Gesamtkosten in der Marilferstraße, wo heute Johann Kotenos ja festgehalten hat, dass man im Gegenzug die Heizkostenzuschüsse für die Ärmsten der Armen einfach ersatzlos gestrichen hat. Wenige Millionen Euro an Kosten für die Ärmsten der Armen, die jetzt im Winter frieren müssen. Ja, die dürfen dann im Winter frieren, quasi original bei grüner Biokälte, wenn es noch den Grünen geht. Ne? Das ist sozusagen deren sozialpolitische Verantwortung, wo sie dann sagen, naja, das stimmt ja alles nicht. Wir haben ja eh sozusagen als Ersatz dafür eine Förderung für neue Thermofenster und für die Errichtung einer neuen Therme in der Wohnung möglich gemacht, die aber so viel Geld kostet, dass man den Zuschuss gar nicht kriegen kann, weil man es sich gar nicht leisten kann, sich die Erneuerung dieser Thermo- und Thermenfenster und der neuen Therme überhaupt möglich zu machen. Ne? Wiederum der gute Mittelstand, der vielleicht davon profitiert, ja? Irgendein grüner Lehrer, ja? Der vielleicht davon profitiert, aber die sozial Schwachen in der Gesellschaft bleiben auf der Strecke. Und am liebsten würden die Grünen ja wahrscheinlich sogar die Atemluft in Wien besteuern, weil Atmen ja auch umweltschädlich ist. Ne? Ist ja gefährlich, weil da kommt CO2 heraus. Ne? Das ist ganz gefährlich und natürlich wird uns ja permanent auch mitgeteilt, dass wir schuld sind an dem Klimawandel. Ne? Wir sind schuld an dem Klimawandel und da geht man dann sogar her und hat ein Kyoto-Protokoll gemacht, wo wir noch Strafpenale zahlen. Ja, die fösten nämlich 20 Millionen Euro im Jahr und mehr andere Betriebe, die CO2 letztlich auch verursachen. Ja, liebe Freunde, ich sage euch eins, Klimawandel, den hat es immer gegeben in der Geschichte des Planeten Erde.
auch bevor die Menschen irgendeinen Einfluss darauf hatten und auf CO2-Ausstoß. Und ich sage, natürlich kann man Klima nicht schützen, man kann den Klimawandel nicht verhindern. Der ist natürlich gegeben. Und wenn man da vielen Wissenschaftlern auch zuhört, die da unter Ausschluss der Öffentlichkeit oftmals Konferenzen zu dem Thema abgeben, da wird auch nur eine gewisse Lobby immer wieder in der Öffentlichkeit sichtbar gemacht. Der CO2-Ausstoß ist so ein kleiner prozentueller Gesamtanteil, dass er in Wahrheit von vielen Wissenschaftlern auch so thematisiert nicht verantwortlich sein kann für den Klimawandel und für diese Veränderung. Aber man macht ein gutes Geschäft damit. Und genauso sind die Grünen heute auch positioniert. Sie wollen aus allem ein Geschäft machen. Und der besondere Hass, den die Grünen ja leben, ja, ich meine, den Hass gegen uns, den kennen wir, ne? Das ist der linksideologische Hass gegenüber den Freiheitlichen, weil man einfach neidig ist, dass wir heute so einen großen Zuspruch von den Menschen auch erhalten haben. Der Neid ist es, der die Gutmenschen hier natürlich in erster Linie treibt. Aber sie haben besonders auch einen Hass gegenüber Autofahrern. Und natürlich selber lässt sich die Frau Vizebürgermeister Vasilako gerne mit ihrer Luxuslimousine und ihrem Dienstfahrzeug irgendwo hinchauffieren und dann pseudohalber 150 Meter um der Ecke, ja, um die Ecke vom nächsten Standl, wo sie hinkommt, dann doch noch das Radl aus dem Kofferraum zu holen und die letzten 150 Meter pseudohalber hinzuradeln, um den Eindruck zu vermitteln, sie ist eine Radfahrerin, auch dienstlich. Ne? Also das ist die Falschheit dieser Herrschaften. Und man will den Menschen letztlich überall, wo die Grünen das Kommando haben, das Leben schwer machen und sagen wir es offen, die Stadtregierung ist einerseits von blinder Geldgier getrieben, weil man alle Gebühren in den letzten Jahren dramatisch emporschnelzen hat lassen und das sind versteckte Steuern in Wien. Und auf der anderen Seite der blanke Autofahrerhass, der auch als zweite Ebene bei Rot-Grün Einzug gehalten hat. Man will in den nächsten 15 Jahren den Autoverkehr in Wien halbieren. Aber natürlich sind viele Bürger auf ihr Auto angewiesen. Und ich sage, das ist ganz einfach, wenn man da Feindbilder aufbaut und ihr sagt, die Autofahrer sind das böse Feindbild. Und die Melkkühe natürlich, sowohl auf bundespolitischer wie auf landespolitischer Ebene. Aber ich sage, wir werden nicht zulassen, dass man diese Autofahrer weiter schikaniert. Das ist etwas, was einmal abgestellt gehört. Maßnahmen wie Gebührenerhöhungen, die wir erleben, massive Belastungen in der Stadt, die Ausweitung der Parkpickelzonen, bewusst unpraktische Einbahnführungen oder eine gezielte Parkraumvernichtung, wie sie in Wien stattfindet. All das hat es unter Rot-Grün gegeben und man hat auch den motorisierten Individualverkehr permanent durch die Verkehrspolitik in weitere Staus hineingeführt. All das wollen wir nicht mehr und das ist das Ergebnis dieser rot-grünen Schikanen. Es ist nicht das Ergebnis, dass wir einen Rückgang bei den Autofahrten in Wien haben. Nein. Das Ergebnis ist, dass wir Staus haben, kein Rückgang von Autofahrern in Wien, sondern Staus, Umweltbelastung, Abgasbelastung, natürlich die Nerven, die blank liegen bei der Bevölkerung und drastische Zunahmen eben der Abgasbelastung. Und jeder Wiener Autofahrer steht mit seinem Kfz statistisch betrachtet bald 2 Wochen pro Jahr in Wien in einer Staublechlawine. Unfassbar, wenn man diesen Schaden versucht einmal umzurechnen, nämlich den wirtschaftlichen Schaden umzurechnen, dann beläuft sich das auf einen Schaden von 2,5 Milliarden Euro. So sieht's aus. Aber das zeigt ja auch auf, Herrschaften von Rot-Grün, wie gerade bei den Grünen, wie der Harald Stephan das heute aufgezeigt hat, ja, die haben letztlich keine Erfahrung in der Privatwirtschaft. Die haben keinen privatwirtschaftlichen Beruf. Die werden Abgeordnete, und das ist dann ihr Beruf. Die kennen die Praxis nicht, die sind wirtschaftsfeindlich, das sind Theoretiker. Aber Praktiker sind sie keine. Und im rot-grünen Wild gilt, was nach oben gehen soll, das geht nach unten. Alles, was an positiver Entwicklung gewünscht sein sollte und was man forcieren sollte, wird im gegenteiligen Sinn nach unten getrieben. Und ich sage, das gilt bei Arbeitsplätzen, das gilt bei der Sicherheitsproblematik, das gilt einfach überall. Wir haben eine katastrophale bildungspolitische Situation in Wien. Wir haben in Wien die schlechtesten Ergebnisse der PISA-Studie. Deshalb geht die sozialistische Bildungsministerin überhaupt gleich her und hat die nächsten PISA-Testergebnisse und die nächsten PISA-Tests überhaupt abgeschafft, damit man sich das nächste peinliche Ergebnis in Wien erspart.
aber in Wien nachweislich die schlechteste bildungspolitische Situation im öffentlichen Schulbereich. Und das sieht man natürlich, weil dann in den Ergebnissen drinnen steht, wo liegt die größte Gemeinde. Und die größte Gemeinde mit über 1 Million Einwohnern, naja, da kann man ganz leicht in Wien ausmachen, dass es sich um diese Gemeinde handeln muss, weil es keine andere Gemeinde mit über 1 Million Einwohnern in Österreich gibt. Aber genau daran sieht man das Versagen der Stadt. Wir haben ein Versagen im bildungspolitischen Bereich, wo wir heute Schulklassen, ja ganze Schulen haben, mit über 80% und 90% Anteil nicht österreichischer Kinder. Wo Kinder in die Schule gehen, kein Wort Deutsch können und es bis heute keine verpflichtende Deutschvorschule in Wien gibt, sondern noch immer nur die Kindergartenbetreuung. Wir haben eine Situation, wo noch immer Kinder jahrelang im Regelschulwesen ohne Benotung mitgeschleppt werden. Wir haben Situationen in Wien, wo heute Kinder letztlich dann, wenn sie benotet werden, aber kaum dem Unterricht folgen können, per Weisung offenkundig über die Direktion irgendwie durchgepeitscht werden, von Jahr zu Jahr mit irgendwelchen Pseudo-Dreiern und Pseudo-Vierern, um dann irgendwann einmal später, nachdem sie aus dem Pflichtschulsystem herauskommen, keine Chance zu haben, weil Grundkenntnisse in Deutsch, Mathematik nicht reichen, um eine Arbeitsausbildung erhalten zu können. Das ist alles hausgemacht in Wien und das wird verschwiegen. Und das ist der Grund, warum man uns, dem demokratisch und verfassungsrechtlich uns zustehenden Stadtschulratsvizepräsidenten Maximilian Kraus verweigert hat. Ein Skandal erster Klasse und zeigt, dass dieses rot-grüne Wien Demokratie und Rechtsstaat mit Füßen tritt, wie man hier agiert hat. Mit unserem jungen Maximilian Kraus als Stadtschulratsvizepräsidenten und der steht uns zu, das ist ein Rechtsanspruch, den wir haben aufgrund des Wahlergebnisses aus dem Jahr 2010, wo wir zur zweitstärksten Kraft geworden sind und daher das Recht haben, den Vizepräsidenten des Stadtschulrates auch zu nominieren. Und dieser muss auch vom jeweilig amtierenden Bürgermeister auch angelobt werden. Häupl hat es verweigert, aus der berechtigten Angst heraus, dass ein Maximilian Kraus als junger genau das Sprachrohr wäre, aber vor allen Dingen auch der Ansprechpartner gewesen wäre für die jungen Schüler, wenn es darum geht, endlich einmal auch auszupacken, was sich auf den Schulen und an unseren Schulen abspielt. Die Jungen hätten in Maximilian Kraus jemanden gehabt, der ihnen zugehört hätte, der sie verstanden hätte aufgrund des relativ geringen Altersunterschieds, wo die Barrieren nicht da gewesen wären, die oftmals vorhanden sind, wenn ein Junge oder eine junge Schülerin mit 15 Jahren in den Stadtschulrat geht, dann klappt es mir. Das ist eine riesige Barriere. Einerseits schon das Gebäude aufzusuchen, auf der anderen Seite die Präsidentin des Stadtschulrates, die Frau Brandsteidl. Ich meine, da kriegst du ja Angst, wenn du die siehst, da traust du ja nichts sagen. Ne? Aber der Maxi Kraus wäre der gewesen, der ein offenes Ohr gehabt hätte, der zugehört hätte, der aufgedeckt hätte, was für ein Mobbing an unseren Schulen sich bereits abspielt. Mobbing gegenüber Lehrern, die nicht der rot-grünen Doktrin entsprechen. Mobbing gegenüber Schülern, die im Sinne der Meinungsfreiheit sich trauen zu sagen, dass sie mit Rot-Grün in Wien unzufrieden sind. Multikulturelle Probleme, wo Kinder geschlagen werden, weil sie österreichischen Ursprungs sind. Multikulturelle Konflikte in unseren Schulklassen neben den Bildungsdefiziten. All das soll unter Rot-Grün in Wien zugedeckt werden. Und das ist der Hintergrund des Rechtsbruches, den Häupl hier gelebt hat und wo wir jetzt auch mit 4 Klagen genau hier in dieser Frage tätig geworden sind. Aber ich sage eines, lieber Maximilian, du bist ja heute unter uns. Verhindern werden sie dich nicht können, lieber Freund. Spätestens 2015 wirst du mit mir gemeinsam an vorderster Front für den Wiener Landtag und Gemeinderat antreten als unser Jugendkandidat und wir werden dann im Wiener Rathaus und Gemeinderat diese alt verzopften rot-grünen Politiker endlich überwinden, lieber Maximilian. Und glaubt mir eins, als Bürgermeister werde ich aus der Position der stärksten Kraft, der zweitstärksten Kraft, in dem Fall dann in Zukunft der Sozialdemokratie, na selbstverständlich, das demokratisch zustehende Recht auf den Vizebürgermeister zugestehen. Das verspreche ich schon heute. Das ist der Unterschied, dass wir Demokratie und Rechtsstaat leben und durchsetzen werden in unserer geliebten Heimatstadt.
Und liebe Freunde, viel ist zu tun und viel liegt vor uns. Die rot-grünen Abkassierer haben ja jetzt 20 Jahre Häupe gefeiert. Ja, 20 Jahre Häupe. Das ist ja kein Grund zum Feiern. Das war ein Trauertag in Wahrheit. 20 Jahre seit dem Jahr 1996, in Wahrheit 95 ist er ja als Bürgermeister angelobt worden, aber er ist ja nicht angetreten damals. Ne? Er ist ja nicht angetreten. Er ist nachgefolgt. Und 96 hat er dann seine erste Wahl schlagen müssen und hat gleich sein historisch schlechtestes Ergebnis auch für die Sozialdemokratie eingefahren, damals noch unter Diplomingenieur Dr. Rainer Pawkowitz, der 1996 fast 28% in Wien erreichen konnte und dem Häupl erstmalig so richtig die Schweißperlen auf die Stirn getrieben hat. Aber ich sage, das, was der Einstieg von Häupl war, sein historisch schlechtestes Ergebnis 1996 zu erleben, das werden wir 2015 vollenden. Er wird sein absolut historisch schlechtestes Ergebnis erleben, liebe Freunde, und damit die Pension auch erleben. Und Häupl hat ja einmal vor Jahren gesagt, dass der Wiener Bürgermeister der tollste Job der Welt ist. Und ich frage mich nur, warum hat er nichts daraus gemacht, der Herr Häupl, ne? Wenn es der tollste Job ist. Denn da hätte er viele Möglichkeiten gehabt, nicht Möglichkeiten der Negativrekorde, die Stadt zu verkaufen, zu verscherbeln mit Border-Leasing-Projekten und unterschiedlichen Projekten, wo das Kanalsystem verkauft worden ist und der Schienenverkehr letztlich auch verkauft, die Schienen verkauft worden sind und negative Rekorde der Stadtverschuldung mit über 5 Milliarden Euro, wie wir heute gehört haben. Wenn man da aber die ausgelagerten Bereiche wie den KAV hernimmt und Wiener Wohnen und andere, ja, dann liegen wir in Wahrheit schon bei über 8 Milliarden Euro an Stadtverschuldung. Lauter negative Rekorde, die in der Art und Weise ja die Bevölkerung ausbaden muss. Und im heurigen Jahr, wie gesagt, wird die Grenze von 5 Milliarden ohne der ausgelagerten Bereiche überschritten. Und dann geht man her und präsentiert, wo man im sozialen Wohnbau die letzten Jahre völlig versagt hat. Es überhaupt keine neuen Wohnungen mehr gegeben hat, weil der soziale Wohnbau pleite ist, dank Werner Faymann. Und der jetzige Wohnbaustaat dort überhaupt kein Budget mehr vorhanden hat. Notwendig wäre, jedes Jahr 5000 neue soziale Wohnbauten sicherzustellen. Und dann präsentiert man bei der Stadtverschuldung ein soziales Wohnbauprojekt für die Zukunft, wo man durchgerechnet hat, dass jede Sozialwohnung, die man in Wien schaffen will, 1,5 Millionen Euro kosten soll. Ich meine, was ist denn das für eine Planung? Eine Sozialwohnung um 1,5 Millionen Euro zu bauen? Ja, da sieht man doch, dass es von vorne bis hinten stinkt, dass man offenbar zu teuer baut oder zu hohe Kosten da voll sind und ich weiß nicht, welche Kickbacks vielleicht wohin fließen mit den doppel- und dreifach hohen Berechnungen, die es in der Stadt gibt. Seit Jahrzehnten wurde hier ein Geflecht aufgebaut mit Firmennetzwerken, wo man klar und deutlich sieht, dass die Sozialdemokratie alles in dieser Stadt mit ihren Netzwerken vernetzt und verwoben hat. Das will ich zerschlagen als Bürgermeister, weil da schlummern die hunderten Millionen der Steuergelder, die wir den Bürgern zurückgeben können. Und liebe Freunde, wenn da manche Sozialdemokraten heute in Wien von Häupl angefangen bis zu seinen Mitstreitern versuchen, Panikmache zu betreiben und den Beamten sagen, na bitte, ihr müsst aufpassen, dass der Strache nicht Bürgermeister wird, weil der will euch alle kündigen. Ja, so ein Unsinn. Ich lebe doch in Zukunft als Bürgermeister von den Wiener Beamten. Ich brauche sie. Ich werde mir doch nicht meine eigenen Beine und Hände abschneiden, liebe Freunde, sondern im Gegenteil, ich werde als Bürgermeister zu allen Beamten im Wiener Rathaus höchstpersönlich gehen und mich persönlich vorstellen und mit jedem persönlich reden. Ich werde jeden Wiener Beamten darum bitten, mir die Probleme offen mitzuteilen, damit wir rasch an den notwendigen Schrauben drehen, um in der Stadt einiges besser stellen zu können. Und glaubt's mir, das ist nicht immer nur mit Geld verbunden. Zuhören muss man den Bediensteten der Stadt. Ein offenes Ohr muss man für sie haben. Ernst nehmen muss man sie. Auf ihre Ratschläge muss man hören und nicht abgehoben von oben einfach irgendwelche Dinge den Magistratsbeamten mit auf den Weg geben. Da ist so viel möglich in dieser Stadt, wenn man mit den Beamten gemeinschaftlich zusammenarbeitet. Und das ist mein Versprechen, das ich gebe. Liebe Freunde, die Arbeitslosenquote, die wir heute in Wien bereits erreicht haben,
15%iger Anstieg der Arbeitslosigkeit, über 120.000 Menschen ohne Arbeit. Eine Mindestsicherung, die in Wahrheit natürlich leider Gottes auch Sozialmissbrauch unterstützt. Da müssen wir doch einmal ansetzen. 150.000 Mindestsicherungsbezieher in Wien. Heute haben wir durch den rot-grünen Gebührenwucher eine Belastung pro Haushalt im Jahr von 548 Euro zusätzlich. Und Familien werden sogar mit 1.787 Euro pro Jahr belastet. Jeder sechste Wiener muss heute sein Leben bereits unter der Armutsgrenze fristen. Und wir haben eine wirtschaftsfeindliche Entwicklung in der Stadt. Das heißt, an allen Ecken und Enden gibt es diese Fehlentwicklung. Und normalerweise sollte ein Bürgermeister ja sagen können, ich habe euch alles gegeben. Aber in Wien muss Häupl in Wahrheit sagen, ich habe euch alles genommen. Ja, das ist die Realität. Und lieber Häupl, genau deshalb kehrst du mit den nassen Fetzen bei der nächsten Wahl auch demokratiepolitisch davongejagt. Weil du den Wienern alles genommen hast, weil du in den letzten 20 Jahren leider Gottes von einer tollen Stadt oder gut aufgestellten Stadt die Stadt überall negativ abgewirtschaftet hast, weil die Wiener Bevölkerung, unsere Kinder und Enkelkinder das, was da angerichtet wurde, auszubaden haben. Er fährt ja nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, der Herr Häupl und die Frau Vasilakko. Die haben ja heute überhaupt nichts zu befürchten im Dienstauto. Aber unsere Kinder werden in den U-Bahnen belästigt. Sie erleben Belästigung. Sie erleben, dass sie angepöbelt werden von Jugendbanden. Oder Zigeuner belästigen die Bevölkerung. Ja, sogar zu Vergewaltigungen ist es in der Wiener U-Bahn gekommen. Wo ist denn die Wiener U-Bahn-Polizei, die wir seit Jahren fordern? Als Bürgermeister setze ich diese U-Bahn-Polizei um und verspreche sie nicht wie dieser Bürgermeister seit Jahren. Wo sind denn die über 1.000 zusätzlichen Polizistinnen und Polizisten, die der Häupl seit dem Jahr 2010 versprochen hat? Bis heute warten wir vergeblich auf diese über 1.000 bis 1.500 Polizisten. Wenn ich Bürgermeister von Wien bin, dann werde ich auch mithelfen mit der Innenministerin, das Budget für Wien für 1.000 bis 1.500 zusätzliche Polizeibeamte sicherzustellen. Dann gibt es eine Aktion scharf für Recht und Ordnung in der Stadt, damit keine Banden mehr diese Stadt unsicher machen, damit man in den öffentlichen Verkehrsmitteln wieder sicher fahren kann, Tag und Nacht, und damit man auch sicher sein kann, dass die Wohnungen nicht ausgeräumt werden, wenn man bei der Arbeit ist oder im Kino sitzt, liebe Freunde. Dann werden wir eine Aktion Sicherheit scharf auch sicherstellen für die Wiener Bevölkerung. Dann werden die Wiener Steuergelder wieder in den richtigen Kanälen für die eigene Bevölkerung eingesetzt und nicht solche unglaublichen Projekte, die da von der Stadt Wien mit unseren Wiener Steuergeldern finanziert werden. Ich meine, der Liveball ist mit Sicherheit ein Ball, der eine unglaubliche internationale Bewerbung hat. Aber ein Ball, der sich selbst für einen guten Zweck mehr als nur finanziert, wo auch Gewinne ausgeschüttet werden für einen guten Zweck und wo angeblich auch der Veranstalter davon recht gut leben soll, ja, der braucht keine weitere Subvention von 800.000 Euro. Das ist einfach nicht gerechtfertigt. Oder nehmen wir die abartigen Spektakel rund um die Wienwoche im Rathaus. Rot, Grün und Schwarz, alle drei Parteien, haben 450.000 Euro der Wiener Steuerzahler Gelder in folgendes Wien-Wochen-Projekt gesteckt. 450.000 Euro Wiener Steuergelder wurden in eine Wien-Woche gesteckt, wo ein Kopulationsringball mit Natursektempfang, ja, mit Einlaufflutsching für die perverse globale Elite zum Besten gegeben wurde. Anti-Österreich Geschichten erzählt worden sind. Und so ein Projekt wurde mit 450.000 Euro in Wien subventioniert von Rot, Grün und Schwarz gegen unsere Stimmen. Ein Projekt mit 453.000 Euro der perversen globalen Elite in Wien, in der Wienwoche zu unterstützen, aber gleichzeitig die Ärmsten der Armen in unserer Gesellschaft im Stich zu lassen, zeigt auf, wie abgehoben diese Herrschaften sind. Genderismus, ja, das ist ja bei uns von rot-grüner Seite permanent ein Thema. Wenn man versucht, die Biologie außer Kraft zu setzen
und uns einzureden, du wirst nicht als Mädchen oder Bub geboren. Nein, du wirst dazu erzogen. Ne? Irgendwann einmal später hast du die Chance, aus den hunderten Geschlechtern heraus eine Entscheidung zu treffen, ne? Was du bist. Ja, ich meine, so ein Unsinn, liebe Freunde. Wann hören wir denn auf, uns solche Unsinnigkeiten gefallen zu lassen? Eigene Universitäten werden für diesen Gender-Unsinn eingerichtet. Ich sage, Schluss damit, genauso Schluss mit frühkindlicher Sexualisierung, liebe Freunde. Unsere Kinder sind zu schützen vor solchen unglaublichen Ansinnen linker Kreise. Eine frühkindliche Sexualisierung nach dem Motto, unsere Kinder haben ein Recht auf Sexualität. Ja, was sind denn das für Gedankenrichtungen? Wir haben unsere Kinder vor solch pädophilen Entwicklungen zu schützen, liebe Freunde. Sowas hat in unserer Gesellschaft nichts verloren, wenn man mit solchen Idiotien versucht, unsere Kinder in eine frühkindliche Sexualisierung zu führen. Und da sind wir schon sehr weit vorangeschritten mit diesen Unsinnigkeiten, wo es an der Zeit ist und die Zeit reif ist, auch dagegen zu halten. Wenn heute ein Palmas-Plakat irgendwo in der Stadt hängt, na, da regen sich die Linken auf. Das ist entsetzlich. Wenn aber dann ein Transgender nackt in Wien hängt und Kinder wirklich irritiert sind und die Kinder irritiert an so einem Plakat vorbeigehen und sich überhaupt nicht mehr auskennen und dann die Mama fragen, du, hast du auch sowas da unten? Dann ist das Freiheit der Kunst. Dann ist das nicht eine Situation, wo man sich aufregt und sagt, sowas hat in der Gesellschaft nichts verloren. Ja, solche Plakate haben in Wien nichts verloren. Da sind unsere Kinder zu schützen. Und ich sage natürlich, genau da ist Moral und Ethik auch wichtig. Und da müssen wir die Debatte auch führen, wenn es darum geht, dass wir Werte vertreten. Ja, wir vertreten Werte. Wir stehen zu Werten wie der Familie. Und eine Familie und der Wert einer Familie ist uns wichtig, genau auch wie unsere Tradition und unsere Identitäten, die wir nicht abgeschafft wissen wollen, dass da jetzt auf einmal der Nikolaus in Frage gestellt wird oder das nächste Mal ein Transgender-Nikolaus vielleicht zwangsverordnet von Rot-Grün in die Schulklassen geschickt wird. Ja, diese Unsinnigkeiten wollen wir nicht. Ja, und deshalb sind wir die Vertreter der Normalisten in dieser Stadt, liebe Freunde. Und glaubt mir, die Normalisten wollen uns als Vertreter auch klar und deutlich in dieser Frage auch hören. Und natürlich gibt es viele, viele Fehlentwicklungen wie im Bereich der Kriminalität, wie ich heute angesprochen habe, mit 200.000 Verbrechen pro Jahr, mit einer Situation, wo mehr als 40% der ausgeforschten Täter Ausländer sind in Wien. Über 40% der ausgeforschten Täter sind Ausländer. Und wie jedes Jahr häufen sich auch beim heurigen Herbst wieder Einbrüche, und zwar gut organisierter Banden, vorwiegend aus Osteuropa, die über die offenen Grenzen ungehindert hereinkommen können und dann wieder mit dem Diebsgut davon fahren. Und die Wienerinnen und Wiener haben natürlich hier ein Recht, sich in ihrer Stadt eben wieder sicher zu fühlen. Und genau deshalb auch mein Versprechen, diese Sicherheit als Bürgermeister der Bevölkerung auch zu geben. Und zwar Taten und Handlungen zu setzen, statt leerer Versprechungen, wie wir sie bis heute haben. Eine hohe Zahl an Asylwerbern, von denen bereits einige jetzt auch schon beim Drogendealen in Erdberg angetroffen worden sind. Jene Asylwerber, wo man über der Quote in Wien, der Herr Bürgermeister, nämlich sie aufgenommen hat. 40% über der Quote liegen wir in Wien. Und der Herr Bürgermeister hat gesagt, na kein Problem, kommt zu uns. Wir haben da in Erdberg ein schönes Gelände, wo die Polizei ihren Schießkeller hat und da können wir euch unterbringen. Das ist ganz was Sicheres mit viel Munition und Waffen vor Ort, wo wir euch unterbringen, und dann erlebt man schon die ersten weiteren negativen Entwicklungen, wo dann ein paar beim Drogendealen angetroffen worden sind. Wo wir eine ausbreitende Bettelmafia haben, wie wir auch dokumentieren konnten, in anderen Bundesländern organisierte Kriminalität von Seiten der Bettelmafia stattfindet. Leute Behinderungen vorspielen, Kinder hier gezwungen werden zu betteln. Große Gemeinschaftsunterkünfte es gibt mit bis zu 30, 40 Personen, die in einer kleinen Wohnung untergebracht werden und hier organisiert letztlich gezwungen werden zu betteln. All das lässt man zu in dieser Stadt. Oder das Suchtzentrum am Alsergrund mitten im Wohngebiet, wo das nichts verloren hat und die Bürger verzweifelt sind, weil man nicht einmal irgendwo bereit war, die Bürger hier einzubinden oder die Bürger ernst zu nehmen.
Oder das Schulzentrum im 11. Bezirk in Simmering, das die Imamschule, die geplant ist, mit türkischsprachigem Unterricht und Deutsch als Fremdsprache, wo wir sehr recht und mit gutem Recht darauf hingewiesen haben, welche unglaublichen negativen Entwicklungen da stattfinden und Rot-Grün unter Ausschluss der Öffentlichkeit solche Projekte im Hintergrund versucht zu genehmigen. Und wir gesagt haben, wir lassen uns das nicht gefallen. Wir werden unser Recht auf Kundgebungs- und Versammlungsfreiheit nützen und die Medien im Vorfeld versucht haben, manipulativ alles zu unternehmen, dieses Versammlungs- und Kundgebungsrecht zu verhindern. Indem man berichtet, ja fast schon herbeigeschrieben hat, irgendwelche angeblichen Nazis und Neonazis, Hooligans und weiß Gott was werden dort hinkommen. Ein Gewaltexzess ist zu befürchten, wurde fast schon herbeigeschrieben, um den Druck so aufzubauen, dass wir vielleicht die Veranstaltung und Kundgebung absagen. Aber liebe Freunde, nein, wir lassen uns von solch manipulativen Berichten nicht beeindrucken. Das Recht auf Kundgebung und Versammlungsfreiheit werden wir Freiheitlichen selbstverständlich leben. Wir lassen uns das nicht verbieten, nicht untersagen. Und es war gut und richtig, diese Kundgebung vor über 1000 Simmeringern auch abzuhalten, liebe Freunde. Ein starkes Zeichen der Simmeringer Bevölkerung, dass es reicht und dass die Zeit reif ist. Und das tut dem System auch weh, weil wir uns Gehör verschaffen. Weil wir die Straße nicht den Linken überlassen. Genauso wie in Dreiskirchen, wo der Dreiskirchener Hauptplatz voll war mit Bürgern und man dann versucht hat, einen gefüllten Dreiskirchener Hauptplatz auf 200-300 Besucher herunterzuspielen. Aber bei all dieser Manipulation können die Medien die Stimmungslage der Bevölkerung nicht umdrehen, liebe Freunde. Und wenn wir heute in Wien Fehlentwicklungen haben, in unterschiedlichsten Bereichen, ja bis hin, dass eine Rekrutierung islamischer Gotteskrieger stattfindet, dass islamische Kindergärten zuhauf in Wien vorhanden sind, ja über 21 salafistische Kindergärten, Privatschulen, Moscheen vorhanden sind, wo Gotteskrieger ja herangezüchtet worden sind, unter einer rot-grünen Politik, die teilweise diese Vereinsstrukturen auch noch subventioniert hat mit den Steuergeldern der eigenen Wiener Bevölkerung. Dann kann man nur sagen, es ist ja kein Wunder, wenn Rot-Grün solche Mechanismen unterstützt hat seit Jahren, dass daraus solche islamistischen, radikalen Gotteskrieger überhaupt entstanden sind. Wenn ich 21 salafistische Kindergärten habe unter Rot-Grün in Wien, wo Lehrinhalte vermittelt werden, wo drinnen steht, dass der Islam den Weltherrschaftsanspruch stellen soll, dass der politische Islam gefordert wird, der Islam politisch und gesellschaftspolitisch und auch als Rechtssystem postuliert wird, mit der Scharia, die untrennbar damit verbunden sein soll und für gläubige Moslems die westlichen Gesetze und Verfassungsrechte nicht gelten, sondern ausschließlich das islamische Gesetz, nämlich die Scharia, Gültigkeit hat. Wenn vom Heiligen Krieg, dem Dschihad, in diesen Einrichtungen gesprochen und gepredigt wird, wenn davon in den Lehrinhalten gepredigt wird, dass man Menschen, die vom Glauben abfallen und vom Islam zum Christentum konvertieren, umbringen darf und das quasi legitim ist, oder Homosexuelle umgebracht werden dürfen oder Ehebrecherinnen gesteinigt werden dürfen. Ja, liebe Freunde, dann ist das mit unserem westlich-freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat und der Demokratie nicht vereinbar und solche Lehrinhalte haben an unseren Kindergärten und Schulen und Vereinen nichts verloren, liebe Freunde. Das widerspricht der Demokratie und der Freiheit unserer Gesellschaft. Und dann haben wir diese Vereinsstrukturen endlich auch aufzubrechen und nicht zu legalisieren, nicht zu subventionieren. Aber es ist ja kein Wunder bei solchen Auswüchsen und bei solchen Entwicklungen, dass dann radikale islamistische Kämpfer aus solchen Strukturen heraus entstehen und sich nach Syrien melden, wie über 100 Radikal-Islamisten aus Wien, die sich gemeldet haben. Und wenn dann salafistische Strukturen, verfassungsfeindliche, auch offen in Wien tätig sein können, um den Koran auf den Straßen zu verteilen und Rot-Grün diese radikal-salafistischen Strukturen zulässt und wegsieht,
anstatt den Mut zu haben, wie ein freiheitlicher Stadtrat in Wiener Neustadt, diese Koranverteilungen auch in Wiener Neustadt zu verbieten. Ich verspreche euch, als Wiener Bürgermeister haben radikale Salafisten nicht das Recht, auf unseren Wiener Straßen solche radikalen Inhalte zur Verteilung zu bringen. Aber natürlich darf man sich nicht wundern, dass das alles möglich ist, wenn der Integrationsbeauftragte der SPÖ Al-Rawi heißt. Der Herr Al-Rawi, der im Jahr 2010 sogar eine Kundgebung mitorganisiert hat, wo Plakate getragen worden sind wie Hitler Wache auf, wo Antisemitismus offen gelebt wurde. Ja, wenn einer so wie er, der aus der Muslimbruderschaft heraus entstanden ist und auch Teil der Muslimbruderschaft ist, und mit radikalen islamistischen Elementen zu tun hat, ja, sie fördert in dieser Stadt, ja, dann darf man sich nicht wundern. Und so gesehen, liebe Freunde, sage ich euch eines, diese SPÖ ist heute nicht mehr eine sozial verantwortliche Partei für die österreichische Bevölkerung. Diese SPÖ ist im wahrsten Sinne des Wortes wirklich zu einer Islamismuspartei geworden, liebe Freunde. Wir sind die letzte sozialpolitisch verantwortliche Österreich-Vertretung, aber auch aller anständigen und gut integrierten Zuwanderer, die radikalen Islamismus ablehnen, liebe Freunde. Und liebe Freunde, ja, Menschen aus unterschiedlichsten Ländern, die heute in Wien leben, gleich ob aus Serbien, aus Kroatien, aus Ungarn, aus der Slowakei, europäische Zuwanderer, die nach Wien gekommen sind, die sind in der Regel gut integriert. Sie kommen aus dem eigenen Kulturkreis. Oftmals ist nur die Sprache die trennende. Und wenn sie Deutsch gelernt haben, gibt es auch kaum Integrationsprobleme. Aber liebe Freunde, ja, es gibt auch Menschen aus der Türkei, aus dem Iran, ja. Auch Menschen aus diesen Regionen, kulturfremde Regionen, die bewusst zu uns gekommen sind, weil sie westlich leben wollen, weil sie nichts mit radikalem Islamismus zu tun haben wollen, weil sie hier in Freiheit und Demokratie und ohne Kopftuchzwang leben wollen und ohne Ganzkörperverschleierung leben wollen. Ja, weil sie teilweise auch vor diesen Mechanismen aus Syrien oder aus Ägypten überhaupt geflohen sind. Diese Menschen bauen auch auf uns, weil die nicht aufwachen wollen in einer Gesellschaft des radikalen Islamismus, der Frauenunterdrückung und dieser Mechanismen, die sie teilweise heute im Nahen Osten erleben. Alle anständigen Menschen, die zu uns gekommen sind und sich hier integrieren, sich zu ihrer neuen Heimat Österreich auch bekennen und die letztlich auch dafür eintreten, dass unser Wertesystem auch Zukunft und Bestand hat, sind Teil unserer Gemeinschaft, sind willkommene Mitstreiter gegen diese Fehlentwicklungen. Und ich sage das immer wieder, Anstand und Charakter sind keine Frage von Herkunft und Kultur. Menschen, die sich hier anständig benehmen, die fleißig arbeiten, die die Staatssprache Deutsch erlernen, die zu dieser neuen Heimat Österreich stehen, die letztlich auch alles dazu beitragen, dass sie auch für den Rechtsstaat eintreten und nicht den Rechtsstaat brechen, die sind willkommen. Und da hat keiner ein Problem damit. Und genau diese Differenzierung ist wichtig, weil sie wird ja in den Medien nie gebracht. Wer aber glaubt, hierher kommen zu müssen, um unser Sozialsystem auszunützen, Integrationsverweigerung zu leben, Gesetze brechen will, den radikalen Islamismus hier in Wien letztlich auch versucht durchzusetzen. Diese zweite Gruppe, die wollen wir nicht. Und bei dieser zweiten Gruppe sagen wir klar und deutlich, ihr seid hier nicht erwünscht. Und dafür werden wir Sorge tragen, dass ihr auch auf Dauer keinen Platz hier bei uns habt. Und wenn der Herr Bürgermeister immer wieder mit Falschaussagen glänzt, gefallen zuletzt in einem Interview mit der Tageszeitung Die Presse, Heupel behauptete, der überwiegende Teil der Zuwanderer aus dem Ausland kommt aus Deutschland, hat er gesagt, ne? Und dann schaut man sich die Statistik Austria an, dann kommt man drauf, Nettozuwanderung 2012, wenn man die zugezogenen minus der weggezogenen auch hernimmt, 51.211
ausländische Staatsbürger in Österreich, die da gekommen sind, von denen nur 6.229 Deutsche sind. Naja, da muss man schon sagen, bei Happels Logik sind offenbar 12% der überwiegende Teil. Ne? Interessant. Ja? Aber genauso geht er mit Zahlen um. Genauso operiert der Happel. Und wer so mit Zahlen umgeht, da kriegt man Angst, weil da erklärt man sich auch dann die Stadtverschuldung und die negative Stadtbilanz, die es hier gibt. Und ebenso sind die Aussagen auch von Happel falsch, dass er sagt, Wien wachse deshalb so schnell, weil 2/3 der Zuwanderer aus Österreich selbst kommen. Und hier sagt die Statistik aus dem Jahr 2012, die Nettozuwanderung nach Wien aus den Bundesländern betrug 3.193 Personen, während die Nettozuwanderung aus dem Ausland 19.121 betrug. Also da kommt, jedes Jahr kommen da mehr nach Wien, als in der Stadt Eisenstadt Menschen wohnen. Nur zur Dimension, weil da wird immer gesagt, das ist eh alles so gering und so verkraftbar. Mehr Einwohner, als die Stadt Eisenstadt hat, kommen da nach Wien jedes Jahr. Und natürlich ist das das Grundproblem. Und dann gibt es Demografieentwicklungen und da sind wir auch als Freiheitliche die einzige Partei, die seit Jahren darauf hinweist, dass wir wieder eine eigene familienfreundliche Politik benötigen. Demografieberechnungen, die belegen, bei gleichbleibender Entwicklung, wenn wir nichts ändern, werden wir bis zum Jahr 2040, 2045 in Wien bei den 1- bis 18-Jährigen eine islamische Mehrheitsbevölkerung in Wien haben. Ja, liebe Freunde, das ist nicht aufgrund einer Massenkonvertierung der Fall. Nein, sondern aufgrund einer falschen Massenzuwanderung. Und genau das ist der Punkt, liebe Freunde. Wir wollen nicht zu Fremden in der eigenen Heimatstadt werden. Und dann müssen wir was dazu tun, rechtzeitig auch die politischen Entscheidungen so zu treffen, dass wir wieder auch die eigenen Familien stärken und nicht den weiteren Zuzug von außerhalb Europas nach Wien oder nach Österreich. Und es liegt daher an uns, das jetzt auch sicherzustellen. Jetzt haben wir die Chance und die Möglichkeit noch. In 20 Jahren, liebe Freunde, wäre es zu spät. Und genau das wollen wir nicht. Den Roten kann ich nur vorschlagen, in Wien endlich eine Sektion aufzumachen, nämlich die Sektion 1, wie Islamismus, und den Vorsitz soll der Al-Rabi übernehmen. Die SPÖ sollte ehrlich sein und in Wahrheit auch ihren Parteinamen ändern auf Islamismus-Förderungspartei in Wien und die Grünen als österreichische Selbstaufgabepartei. Ja, das wäre in Wahrheit der ehrliche Umgang mit ihrer Politik. Ich glaube, dass die Menschen es satt haben. Dass auch die, die uns heute oftmals als Hetzer beschimpfen, in Wahrheit selbst die wahren Hassprediger sind. Und das sind die Roten und Grünen in ihren Parteizentralen, die unsere Kundgebungs- und Versammlungsrechte versuchen, mit Füßen zu treten. Die unsere Bälle verbieten, blockieren oder mit Gewalt verhindern wollen, die unsere Veranstaltungen immer wieder mit durchaus auch gewaltbereiten Gegendemonstrationen versehen. Das sind die wahren Hetzer und Hassprediger in dieser unserer Heimatstadt Wien. Aber liebe Freunde, es gibt eine schweigende Mehrheit. Und diese schweigende Mehrheit wird lauter, sie wird bewusster, sie wird offensiver, sie lässt sich nicht mehr alles gefallen. Aber wir erleben halt eine einseitige Berichterstattung oftmals. Wenn auf meiner Facebook-Seite ein unpassendes Posting auftaucht, von irgendeinem Fake-Profil oftmals, ja, dann wird es natürlich, wenn es mir auffällt, von mir gelöscht oder von meinen Mitarbeitern zur Anzeige gebracht. Aber dann kennt oftmals die Medienberichterstattung und deren Empörung keine Grenzen. Wenn aber gegen mich Morddrohungen der Fall sind, dann wird das heruntergespielt. Und wenn wiederholt Morddrohungen der Fall sind, dann herrscht Schweigen im Walde. Wenn Morddrohungen gemeldet werden den Behörden, dann herrscht Schweigen im Walde von Seiten der Medien, manchmal auch von Seiten der Behörden. Und ich sage, genau hier sieht man, wie mit zweierlei Maß gemessen wird, liebe Freunde. Und genau das zeigt auf, welche Schieflage wir heute in unserer österreichischen Gesellschaft in Wien auch vorfinden, liebe Freunde. Die kommende Wahl 2015 bietet uns die Chance, all das zu überwinden. Und das nächste Jahr wird ein sehr hartes Jahr werden. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das wird ein hartes Jahr werden. Ein Jahr, wo wir alle massiv gefordert sind. Jeder Einzelne von euch gefordert sein wird. Von mir beginnend bis ins letzte Glied hinunter. Jeder wird gefordert sein, dass wir die Roten und Grünen und deren Pfründe letztlich auch aufbrechen, weil sie werden diese mit Zähnen und Klauen verteidigen. Das ist das Einzige, was diese Herrschaften in Wirklichkeit interessiert.
Und wer weiß, vielleicht stampft man ja auch wieder irgendeine künstliche Partei aus dem Boden. Wir haben ja schon einige dieser künstlichen Parteien erlebt. Ob das das BZÖ war, welches wir überwunden haben, in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwunden ist. Ob das die komischen Rekos-Herrschaften waren, die es heute nicht mehr gibt. Ob das Team Stronach, das gerade jetzt bei der Selbstauflösung sich befindet. Oder die Neos, die schon dabei sind, sich gerade selbst aufzulösen. Also all das waren ja immer wieder Versuche, uns Freiheitliche auf dem endgültigen Durchbruch aufzuhalten, zur stärksten politischen Kraft werden zu können. Ich sage, all das irritiert uns nicht. Sie werden alles natürlich versuchen. Wir konzentrieren uns auf uns selbst. Und ich sage, die Menschen lassen sich hier nicht mehr einfach so täuschen. Wienerinnen und Wiener wissen ganz genau, wer auf sie schaut, wer sie ernst nimmt, wer ihre Interessen vertritt. Und da kann man drehen und wenden, wie man es will. Wien ist unter Rot-Grün zu einem Selbstbedienungsladen dieser Herrschaften geworden. Und vor 25 Jahren ist die Berliner Mauer gefallen und deshalb ist es Zeit, dass die Rote Mauer in Wien fällt, liebe Freunde. Das Rathaus muss geöffnet werden, eine frische Luft wollen wir hereinlassen und jeder Tag soll im Rathaus ein Tag der offenen Tür für die Bürger Wiens werden. Man muss endlich wieder frei atmen können in dieser Wiener Stadt. Und es wird nur möglich sein mit einem freiheitlichen Bürgermeister, lieber Harald. Weil der Harald es heute gesagt hat, er würde sich gar nicht freuen, weil dann wäre ich eine Zeit lang nicht im Parlament. Ja, als Wiener Bürgermeister ab 2015 hätte ich die Chance, bis 2018 zu beweisen, wie man in nur 3 Jahren eine Heimatstadt Wien vorwärts bringen kann, liebe Freunde, um dann als Kanzler Österreich vorwärts zu bringen. Das ist doch eine klare politische Ansage. Und ja, es ist mein Ziel, nach Cajetan Felder der zweite Wiener freiheitliche Bürgermeister zu werden. Und ich liebe diese Stadt mit Leib und Seele, liebe Freunde. Auch wenn ich natürlich da oder dort manchmal gern verreise. Und natürlich braucht ja jeder Mensch auch seinen Urlaub und einmal seine Distanz zum Abschalten. Aber leben möchte ich nur hier in dieser Wiener Stadt. Und ich sage, das ist der Grund, warum ich mich hier auch so engagiere und hier auch so gerne Politik betreibe. Seit über 10 Jahren als Landesobmann und nächstes Jahr, wie gesagt, werden es mehr als 10 Jahre, dass ich das erste Mal auch als Spitzenkandidat in Wien angetreten bin und 2015 wieder als Herausforderer von Michael Häupl antreten werde, wenn die Partei das will. Bei meiner ersten Wahl, liebe Freunde, haben wir 15% geholt, bei meiner zweiten 26 und bei meiner dritten wollen wir die 30 in Richtung 40% erreichen, liebe Freunde. Wenn wir die 30% überspringen und am besten über 33,3%, dann haben wir die Verfassungssperrminorität in Wien. Dann gibt es ohne uns keine Verfassungsänderung im Landtag. Dann spätestens ist die Ausgrenzung überwunden. Und dann werden wir auch aufgrund der gültigen Stadtverfassung den Vizebürgermeister stellen. Dann haben wir die Stärke, dass man nicht mehr an uns vorbeikommt, liebe Freunde. Und uns geht es da nicht um Parteiinteressen oder Machtinteressen, nein, uns geht es um die Wienerinnen und Wiener. Und jede Kraft, die wir bekommen, zwischen 30% und 40%, die wir brauchen, dient dazu, um direkte Demokratie in Wien durchzusetzen, dient dazu, um die Interessen und Inhalte, von denen wir heute gesprochen haben, diese durchzusetzen, ein demokratischeres Wahlrecht durchzusetzen und letztlich die Heimat für die Menschen in dieser Stadt auch sicherzustellen. Das ist unser Interesse, das ist mein Interesse und deshalb will ich es mit euch gemeinsam schaffen, Wiener Bürgermeister zu werden, um aus dieser Position heraus etwas bewegen zu können für die Menschen in dieser Stadt, für eine sichere Stadt, für eine sozialere Stadt, für eine wirtschaftspolitischere Stadt, für eine lebenswertere Stadt, liebe Freunde. Nicht nur für Manager, sondern für die Bevölkerung, liebe Freunde. Und das
können wir gemeinsam schaffen. Packen wir es von heute an. Heute wird der Startschuss gesetzt, Wien freiheitlich zu machen und Österreich in Folge. Glück auf, danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr so großartig mir die letzten 10 Jahre zur Seite gestanden seid. Mit so einer Gemeinschaft kann man nur erfolgreich sein. Auf unsere Heimatstadt Wien, Glück auf!